So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Silent Hill. Schloss klemmt, danke. Oh, das Schloss klemmt, danke. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Schlüssel für das, die Bibliothek. Und ich glaube, ja genau, der wird hier verwendet, weil ich eben schon auf der Karte gesehen, Reserve stand der, ja. Wie ist eigentlich meine Verfassung? Habe ich so ganz viel Damage? Oh ja. Also noch ein Hit halte ich wahrscheinlich nicht aus. Also esse ich lieber mal was. Nicht herein. Keine brauchbaren Bücher. Das sieht brauchbar aus, dann ist offen. Hm, schade. Hängen da Leute? Also. Hm. Ja, lecker. Das ist die richtige Bibliothek. Oder wie ich als Kind immer sagte, Bibliothek. Ich habe das L gekonnt ignoriert. Ich wusste vorher lange nicht, dass da noch ein L drin ist. Ich dachte immer, es heißt Bibliothek. Also geht so lang. Hallo Buch. Als er... Oh Gott, das klingt nach einem Rätsel. Als er das hörte, sagte der mit Pfeil und Bogen bewaffnete Jäger, ich werde die Eidechse töten. Aber als er mit seinem Gegner zusammentraf, schrak er zurück und sagte spöttisch, wer fürchtet ein Reptil? Daraufhin zischte die wütende Eidechse, ich werde dich mit einem einzigen Biss verschlingen. Dann griff die riesige Kreatur mit aufgerissenem Maul an. Genau das wollte der Mann. Ruhig seinen Bogen spannend, schoss er in das weit aufklaffende Maul der Eidechse. Mühelos flog der Pfeil den schutzlosen Rachen durchbohrend. Und die Eidechse fiel tot zu Boden. Das ist aus einem alten Märchen. Ich erinnere mich, dass ich es als Kind gelesen habe. Aha. Es freut mich für dich, Harry, dass du so belesen bist, scheinbar, und schon früh verstörende Märchen vorgelesen bekommen hast. Aber ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Noch nicht. Wir werden es wahrscheinlich bald rausfinden. Oder halt nicht rausfinden. Das ist das Problem. Das ist das Rätsel, wie ich checken werde. Aber ja, Rätsel in Silent Hill sind leider schon immer so eine Sache. Was ist schon immer, ne? Aber auch in Silent Hill 2 gab es einige Rätsel, die ich gar nicht gepeilt habe. Die halt wirklich... Das ist ein anderes Niveau. Dagegen ist Resident Evil ein Witz. Die sind eigentlich immer gut machbar. Oh. Echt jetzt? Kommen wir nicht weiter? Das ist enttäuschend. Ja, ne? Ich kann das Dach mir nochmal angucken. Aber gut, ich habe ja mit dem Schlüssel, habe ich jetzt hier quasi den Zugang zu diesem Rätsel, nenne ich es mal, halten. Jetzt kann ich hier wahrscheinlich die Tür öffnen, ja. Deshalb ich mal behaupten würde, dass es auf jeden Fall für irgendwas wichtig ist. Aber ich gehe mal weiter. Gucken wir mal, ob wir aufs Dach können. Ansonsten gehen mir so ein bisschen die Ideen aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ich kann raus. Es regnet. Wie groß ist denn das Dach so, wenn ich mal fragen darf? Ja. Es erinnert mich halt schon so ein bisschen... Oh, das war's. Es erinnert mich schon so ein bisschen an den Film, ne? Da gab es auf jeden Fall auch... Ich erinnere an die Endszene. Oder an das Finale von dem ersten Film, wo dann auch irgendwie so ein Viech da aus der Mitte kam, irgendwie in... Draht eingehaucht und dann wieder alle zerlegt hat. Ab da wurde der Film komplett wild. Warum ist hier im Spiel auch passiert? Blut. Da ist ein Schlüssel aufgehängt. Es ist knapp außer Reichweite. Ich weiß nicht genau, wo der da gerade reingeguckt hat. Ah, da unten in das Loch, echt? Ja, weil ich das Blut untersucht. Ach, da haben sie das extra platziert, damit man das untersucht. Gut, dann drehe ich mal das Valve hier. Hey, das ist wieder so ein Symbol da oben, ne? Wie im Innenhof. Ein Ablassventil. Das Wasser fließt in das falsche Loch. Vielleicht könnte ich jetzt irgendwie zuschopfen. Ah, Gummiball? Ich habe einen knallroten Gummiball. Okay, ist eigentlich pink, aber egal. Der stopft Löcher. Aha. Thump. Geil, ich habe den Gummiball verwendet. Kann ich den danach wieder mitnehmen? Ich will ihn wieder mitnehmen. Das ist mein Glücksgummiball.
Ich frage mich, ob er das auch gesagt hätte mit dem falschen Loch, wenn ich das Loch da hinten nicht untersucht hätte vorher. So, das falsche Loch, dann hätte man es ja gar nicht gewusst. So, komme ich jetzt ran, falls es gefüllt ist. Der Schlüssel ist den Abfluss hinunter. Ach so. Ja gut, meinetwegen auch so. Warte mal. Es ist da. Was ist denn direkt da drunter? Die Ausbuchtung da? Ich habe keine Ahnung. Ah, wahrscheinlich der Innenhof, ne? Warte, man hat im Innenhof... Ich glaube, man hat im Innenhof sogar so eine Regenrinne gesehen. Ich glaube, ich weiß, wo der liegt. Das habe ich nämlich schon mal gesehen. Da hatte nämlich... Da gab es nämlich keine... Das war so unsichtbare Wandmäßig. Und dachte so, Den einen Meter hätten sie noch animieren können hier. Aber nee. Oh, Tonikum, hallo. Aber nope. Okay, dann weiß ich, glaube ich, wo ich hingehen möchte. Und zwar nämlich nach unten. Fun Fact. Nee. Ja! Nicht nach oben, ich möchte nach unten. Geht das von hier? Ja, ne? Ja. Bitte keine Gegner, bitte keine Gegner, bitte keine Gegner. Bitte kein Spielabsturz. Danke. Nochmal nach unten komme ich von hier nicht, ne? Glaube ich. Nee. Gut, dann gehen wir einmal durch, sofern das funktioniert. Beziehungsweise ich muss ja wieder die Toiletten hier benutzen, ne? Nee. Die sind ja jetzt dicht. Die sind dicht. Nee, hä? Ach, warte mal, ich bin ja schon ganz unten. Ich bin ja schon ganz unten. Das ist ja lustig. Warte mal, aber dann kann ich jetzt bestimmt abkürzen. Ja. Zumindest kann ich das öffnen. Also Abkürzung ist eine andere Frage. Doch. Geil. So, irgendwo hier war nämlich so ein... Genau, hier? Ja, guck mal. Das ist ein Klassenzimmerschlüssel. Toll. Welcher Klassenzimmerschlüssel? Ah. So, auf welcher Seite bin ich gerade? Okay, auf der Seite. Dann werde ich nämlich jetzt nochmal schön in die das Infirmary gehen und speichern. Das gönnen wir uns jetzt. Ich hätte die bestimmt von der anderen Seite aufschließen können. Dämliche Tür. Dämlicher Flanders. Ja, dann... Ja gut, Classroom. Aber eigentlich waren wir noch in allen Classrooms, oder? Da waren in irgendeinem Classroom noch gar nicht. Nee, da rechts waren wir noch gar nicht. Okay. Auch wenn ich da, glaube ich, wieder einen ziemlich perversen Umweg gehen muss. Naja. Klapp. Wie nur richtig? Ja, bin ich. Heute wird nichts riskiert. Hat nichts gebracht. Jetzt noch abnippe hier, ne? Das wäre der Hammer. Stress beim Bau. Okay. Wir haben es zum Speicherpunkt geschafft. Das ist doch schon mal was. Okay. Ja, dann möchte ich jetzt auf jeden Fall Stockwerk nach oben. Ist jetzt die Frage, wie das am schnellsten geht. Da rechts? Ne, das ist dicht. Zudem wird mir das da sowieso nicht bringen. Das ist alles Käse. Also doch wieder dahin. Was natürlich jetzt irgendwie kacke ist, weil, na, wobei ist nicht kacke. Also ein bisschen kacke. Erstmal, Moment. Kann ich hier die Tür öffnen? Ja, schön. Dann gehe ich auch hier durch. Es geht, glaube ich, schneller. Ist weniger gefährlich. Uah, Bildfehler. Weil ich da eventuell einen komischen Scheißviechern aus dem Weg gehe.
So, da oben. Okay, jetzt auf die other side. Kurz gucken, ob das von hier funktioniert. Ja, auf jeden Fall, weil da ist ja die Library. Das hat halt ja nie funktioniert. Ich hasse euch. Müsst ihr mir immer so auf den Sack gehen? Den Flatterviechern konnte ich echt gut ausweichen, aber den kriegen sie nicht geschissen. Unfortunately. So, jetzt kann ich hier rein wahrscheinlich. Nein, hä? As fucking if! Okay, da oben vielleicht. Bitte. Danke. Jedes Mal! Ich kann auch nicht schnell genug mit dem Scheiße umdenken. Meine Güte, Harry. Sei halt nicht dumm, wirklich. Habe IQ. Ich bitte dich. Ich weiß, IQ haben ist manchmal nicht so leicht. Ich habe das auch nicht so häufig, aber manchmal. So ein bisschen. Ich werde alle Blutigen-Schränke hier untersuchen. Irgendwo ist was. Ich sehe es. Bestimmt eine Schrotflinte irgendwo drin. Eieiei. Bin wieder mit Muni. Ich habe ein bisschen was verballert. Oder ein Tonikum. Ne? Das nehme ich auch. So. Jetzt bin ich hier. Ah ja, jetzt komme ich in den... Ah. Erstmal öffne ich die Tür hier mal. Sollte ich mich dann angewöhnen, die ganzen Türen zu öffnen. Komm wieder in den Boiler Room hier unten, ne? Beziehungsweise halt theoretisch. Praktisch. Hä? Auch weiter? Moment. Ach so, wir sind... Ach so, ne, alles gut. Wir waren gar nicht im untersten Stockwerk. Stimmt. So, dann ist hier jetzt hoffentlich was ganz, ganz Tolles. Leichen. Ja, doch. Was war denn hier links neben? Das war dicht eigentlich, ne? Storage? War das im anderen dicht vielleicht? Hier Schrot... Eine Ampulle. Okay. Hier ist Schrotmuni, aber ich habe noch keine Schrot. Ich habe vielleicht das Gefühl, dass ich längst eine haben könnte. Habe ich die Schrot übersehen, ist die Frage. Soll ich hier dran drehen? Das Ventil nach links drehen, das Ventil nach rechts drehen, das Ventil nicht mehr weiter drehen. Hilfe. Hat das was mit den, dem Rätsel zu tun? Okay, da ist gar nichts. Gucken wir mal, was passiert. Wenn ich ein bisschen drehe am Rad. Ich muss es irgendwie so drehen, dass beide wahrscheinlich... Warte mal. Links geht immer ein weiter, rechts geht zwei weiter. Mach es mal kurz rückgängig, wenn das tatsächlich der Weg dafür ist. Naja. Was passiert hier? Das gleiche nur andersrum, glaube ich. Scheiße.
Aber wenn ich jetzt, warte mal. Muss man jetzt eigentlich nur logisch denken, aber irgendwie bin ich gerade so ein bisschen zu müde, um logisch zu denken. Deswegen werde ich jetzt einfach Try and Error. Wenn ich jetzt theoretisch den einmal drehe. Jetzt, dann haben wir doch. Oh, ich wollte noch nicht direkt drücken, aber egal. Müssen wir auf jeden Fall eigentlich. Okay, jetzt hat er sich irgendwie nur. Jetzt haben sie beide nur einmal gedreht. Oder auch nicht. Ich bin verwirrt. Ha! Ich hab's geschafft. Beautiful. Oh. Hilfe! Moment, wie ist meine Verfassung? Nennen Sie mal Verfassung. The Constitution. Okay. Muss ich. Ist das ein Boss oder so? Keine Ahnung, oder? Ui! Gerade überlegen. Pfeil und Bogen, das war da auch irgendwas hier mit. Hatte, war da nicht auch irgendwas Feuer und so und dann so ins Maul und Hilfe? Der hat wahrscheinlich. Der doch nicht so. Wollte woanders hinrennen. Ah. Ich kann rückwärts wegdashen. Das sollte ich, da sollte ich häufiger dran denken, dass ich das kann. Falsche Taste. Man schießt nicht auf Viereck. Ah. Deswegen einfach ballern. Im Zweifel die beste Option. Meine Fresse. Im Zweifel die beste Option. Wie geht's mir? Schon fett am Verrecken? Ja. Natürlich. Warum gehe ich denn aus? Okay, Moment. Das war falsch. Pfeil und Bogen. Ich habe keinen Pfeil und Bogen, aber ich könnte ihm vielleicht das Ding irgendwie da reinrammen oder so. Oder das Messer. Brrrr. Ich muss dann einfach weiter aufballern. Jo, warum bist du so nah dran? Jo, okay, das ist einfach nur nächste Phase oder so. Ich habe keine Ahnung, Mann. Die Musik ist gruselig. Ich wollte es mal testen, so ein bisschen. Ja, war nicht so klug. Aua, okay. Harry wird schnell überwältigt, wenn er Sicherheitsabstand. Ja, eigentlich ist jetzt die Folge vorbei. Ich denke, es ist auch ein ganz guter Zeitpunkt, die Session zu beenden. Gut, zum Glück ist tatsächlich. Ach! Okay! Autosave. Das ist ja interessant. Wow! Dass ich wirklich jetzt lerne, dass die PS1 auch einfach Autosave hat, das ist schon anders. Ja, komm, geben wir nochmal einen Try. Ansonsten. Ich bin schon wieder tot, Alter. Ja, gut. Aber ich bin dann im Menü. Das ist ganz geil. Ich denke mal nicht, dass das jetzt so ein temporärer Speicherpunkt ist. Dann, wenn ich jetzt das Spiel beende, einfach und nächstes Mal, dann bin ich trotzdem wieder da, oder? Das ist geil. Das finde ich gut. Danke, Silent Hill. Gut, dann beende ich jetzt hier und beim nächsten Mal machen wir natürlich platt. Wie wäre es damit? Ja, ich werde aber mal weiter versuchen, da reinzuballern irgendwie.
Wenn er offen hat, ja, ich denke mal, das war jetzt einfach nur die nächste Phase, so ein bisschen, dass ich trotzdem weiter reinballern muss, wenn er die Fresse aufmacht. Oder mir reinprügeln. Aber ich sollte mich auf jeden Fall nicht davon fressen lassen, weil das tut weh. Gut. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.